Hallo zusammen, ich grüße euch zum Ultimate Fishing Simulator 2. Es geht weiter angeln, wir sind Level 12 und heute soll Spinfishing gehen. Und zwar an den oder in die Slowakia. Da soll es jetzt hingehen, aber zuvor gehen wir nochmal zurück ins Menü. Ich habe gesehen, ich habe nämlich noch einen Fertigkeitspunkt. Und zwar habe ich jetzt alle meine Fertigkeitspunkte, die ich bisher erspielt habe, in den Trickser gesteckt. Und hier unten haben wir dieses Auge. Das Adlerauge fügt die Fähigkeit Vorschau hinzu, mit der Sie alle im Wasser schwimmenden Fische sehen können. Die Vorschau dauert 5 Sekunden und hat eine Abklingzeit von 4 Minuten. Drücken Sie dazu die Taste V. Das klingt doch sehr interessant, das werden wir jetzt freischalten und dann auch gleich mal testen. Als nächstes schauen wir uns nochmal die Ausrüstung an. Und zwar nehmen wir hier unser Spinning Set. Da ist, glaube ich, jetzt gar nicht so viel verändert worden. Wir hatten da eine bessere Schnur gekauft. Ich meine, die Rute ist noch die gleiche, die Rolle ist noch die gleiche. Lediglich die Schnur hatten wir geändert. Ich kann es euch aber jetzt leider nicht 100% sagen. Denn ja, ich habe mal hier und da geangelt. Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich kann mir da auch nicht immer alles haargenau merken. Ihr seht aber auf jeden Fall, was ich drauf habe. Wichtig ist natürlich, dass wir hier diesen Köder mitnehmen. Da nochmal vielen Dank an den Andi, der mir hier Tipps gegeben hat. Köderstelle für das erfolgreiche Angeln in der Slowakia. Vielen Dank dafür und ich hoffe mal, dass ich euch diese Tipps heute weitergeben kann und ihr auch erfolgreich dann dort angeln könnt. Ja, das Set lassen wir so. Wir können natürlich jetzt noch eine bessere Rolle, eine bessere Rute kaufen, aber für beides zusammen reicht es nicht. Lasst uns einfach mal ein bisschen Geld verdienen. Missionen, die heutigen Missionen sind leider nichts für uns, nichts an dem aktuellen Spot. Wir müssten hier einen amerikanischen Hecht fangen, einen Wildkarpfen und einen Gelbbarsch. Nichts von den dreien gibt es dort, aber ist jetzt nicht weiter wild. Gut, gehen wir noch mal ganz kurz ins Geschäft. Ich hatte euch ja gerade den Köder gezeigt. Den findet ihr unter Kunstköder. Und zwar ist das ein Popper, ein auf der Wasserfläche oben schwimmender Köder. Und hier ab Level 7 ist der verfügbar. Kostet 54 Dollar, sollte eigentlich für jeden machbar sein. Achso, eins muss ich euch nochmal zeigen, das war mir vom Anfang an nicht ganz klar gewesen, denn unser Fischernetz, ich hatte mich schon gewundert, das hat eine maximale Kapazität und dachte mir, Mensch, das ist ja nur 20, 25 Kilo, wie wollen wir denn da später mal die großen Fische reinbekommen? Das Fischernetz, das levelt genauso mit, also da müsst ihr euch kein größeres kaufen, einfach Fische fangen, Fische fangen, Fische fangen, das Fischernetz levelt dann mit und aktuell sind wir jetzt schon bei 45 Kilo, Level 4 hat es und auch hier seht ihr, es hat eine Erfahrungspunkte. Gut, nun wollen wir sicherlich ein paar Fische sehen. Dann gehen wir angeln. Wir gehen in die Slowakia. Wir gehen hier zum Mittag. Klarer Himmel. So, dann gehen wir hier auf den Angelplatz Nummer 3. Und das Gute hier an der Karte ist, man kann ins Wasser gehen. Also man kann hier wirklich in den Fluss hineingehen. Das machen wir so, bis wir ungefähr ein Drittel oder zur Hälfte drin sind. Und Wurfrichtung, ich muss mal ganz kurz schauen. Genau, hier habt ihr diese Hängebrücke. Das ist meine Lieblingswurfrichtung. Also jetzt stehen wir drin. Machen wir mal die Karte auf. Ja, bis zur Hälfte sind wir nicht, aber hier ein Stückchen drin sind wir. Könnte jetzt noch ein Stückchen weitergehen. So, unsere Route, den Zug, drehen wir mal runter auf so 76, Geschwindigkeit auf 22 runter, beziehungsweise 24 runterdrehen. Und jetzt haben wir gesagt V. Okay, seht ihr? Sehen wir schon mal die Fische. Ja, jetzt haben wir es leider verpasst, mal schneller zu drehen. Ich war jetzt so begeistert davon, aber 4 Minuten sind ja schnell wieder rum. Also lasst uns mal hier die ersten Würfe wagen. Also Geschwindigkeit 24, kurbeln wir ein. Wir beobachten unseren Köder, ist ein Oberflächerwobbler. Und den braucht er jetzt nicht mit Stop and Go, einfach einkurbeln, sodass oben rechts der Köder grün erscheint. Das reicht vollkommen zu. Und hier habe ich ein paar schöne Donauhering gefangen. Diesmal haben wir keinen Donauhering, aber ebenso einen schönen Fisch.
Geschwindigkeit geht hoch auf 100. Wir wechseln auf den Zug. Drehen den mal auf 88. Also kann ich euch sagen, die Donauheringe, die hauen richtig rein. Also so ein 12, 13 Kilo Donauhering bringt schon mal über 100 Dollar. So, ich denke mal den Zug, ich mache mal zu auf 100. Da beobachten wir einfach mal, wenn es zu sehr ins Rote geht, dann schnell wieder aufmachen den Drill. Aber ihr seht, kein Problem. Den Fisch können wir einfach so landen. Zug auf 100%. Und da haben wir ihn. Eine Bachforelle. Wow. 141 Dollar. 8 Kilo Bachforelle. Neuer persönlicher Rekord. So kann es beginnen. Die behalten wir. Zug direkt wieder runter. Geschwindigkeit 22. Gut, gibt es nicht. 24. Ja, muss ich sagen, ich hatte hier lange versucht, lange Köder versucht, hier Spinner, Blinker, Würmer durchzuziehen. Es ging wirklich immer die kleinen Fische ran, die kaum Silber gebracht haben. War ich ein bisschen enttäuscht, bis ich mir da doch mal ein paar Tipps eingeholt habe. Und jetzt bin ich einfach nur begeistert hier von diesem Gewässer. Was hier an Silber reinkommt, Wahnsinn. Und das müsste jetzt ab Level 9 sein. Man sieht es leider hinterher nicht mehr. Es müsste ein Level 9 Gewässer sein. Also Schnur gewechselt, ran ans Gewässer hier. Ja, nicht jeder Wurf bringt einen Biss, aber das ist so. Würde jetzt auch keinen Spaß machen, jeder Wurf einen Biss. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu einfach, zu leicht. Aber da ich euch natürlich jetzt hier ein Gameplay vorstelle, lassen wir natürlich auch die Würfe drin, die keine Bisse bringen, nicht nur Fisch an Fisch. Nee, wir lassen das mal so, wie ich das hier reell in den 20 Minuten erlebe. Ja, hat der Interesse? Ja, hat er nicht. Aber er hat Interesse. Oh ja. Er geht wieder ab. Geschwindigkeit hoch. Zug, pass mal an. Oh, der sieht gut aus. Der hat Bock. Und jetzt ist auch unser Adlerauge wieder aktiv. Wir könnten jetzt wieder ins Wasser schauen, was es für Fische gibt. Also das geht auch ruckzuck. Machen wir mal hier einen Zug auf 100. Ja. Auch gut. 8 Kilo, 145 Dollar. Seht ihr mal, jetzt haben wir schon in den paar Minütchen 300 Dollar verdient. Halten wir Zug wieder runter. Geschwindigkeit 24. Und jetzt noch ein schöner Donaulachs. Das wäre doch eine willkommene Abwechslung.
Oh, wo kam er her? So frisch gespawnt, will er etwa an unseren Haken? Ja, er will. Bachforelle, Wahnsinn. 10 Kilo, 182 Dollar. Neuer Rekord. 247 Erfahrungspunkte und 370, wenn wir sie freigeben. Natürlich geben wir die nicht frei, das ist einfach viel zu viel Geld. Wir behalten sie. Und was mich jetzt mal interessiert, wie viele Sterne hat sie, wie alt war sie? Schau mal ins Netz, guckt mal, die sind noch gar nicht so alt. Die Sterne geben das Alter aus. Wie alt die Fische sind und ich sag mal, die haben einen Stern mit 10 Kilo, also da gibt es noch ordentliche Brocken hier drin. Oh ja, jetzt haben wir einen Donauhering. Jetzt haben wir was Neues an Haken. Geschwindigkeit hoch. Ach, und da ist er schon da. Wir haben uns direkt entgegengeschwommen. Guckt mal, auch Megafisch. 14 Kilo. Gleich ein neuer Rekord. 161 Dollar. Einfach nur schön. Und direkt ein neues Level. Jetzt haben wir noch den Boost drin. Den nutzen wir natürlich. Den nutzen wir natürlich jetzt aus. Lasst uns doch mal das Adlerauge testen. So, guck mal, jo. Definitiv. Guck mal in die Richtung. Na, hier haben wir jetzt nicht so viel entdeckt. Gut, bis hier ganz rum bin ich jetzt nicht gekommen. Aber definitiv standen hier in der Richtung die besten Fische, würde ich sagen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob er noch rangeht, weil er ist, glaube ich, gerade gespawnt, dieser mit dem dunklen Rücken.
Er geht nicht ran. Ich habe das wirklich schon gehabt, dass die Fische halt hinterher schwimmen. Wir haben den Köder draußen und die Fische kommen alle auf uns zugeschwommen. Dann waren wir einfach zu schnell. Alle guten Dinge sind drei. Und da haben wir sie. So, passt dann noch ein Kescher rein. Nochmal 6 Kilo, 149 Dollar. Da passt nicht in den Kescher, also verkaufen wir mal und guckt euch das mal an hier. Vier Fische, 200, 228 Dollar, 181, 177 Dollar. Warum eigentlich jetzt so viel? Das wundert mich selber gerade, so viel habe ich doch vorhin gar nicht vorgelesen. Hat das jetzt was mit dem Bonus zu tun? So, guck mal, wartet mal. Ach hier, also 149 plus 37 macht 186. Wir behalten ihn. Gehen mal direkt in den Kescher. 149 haben wir jetzt hier stehen. Ohne Bonus. Oder waren die 5 Minuten gerade rum? Ihr merkt, auch alles weiß ich nicht. Falls ihr da noch wichtige Informationen habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Dass wir alle davon was haben. Sehr schön. So, was war denn hier los? Das ging ja richtig ins Rote. So, Zug. Da müssen wir echt aufpassen. Der hat Kraft. Der will. Ihn haben wir, 12 Kilo. Kommt, einer geht noch. Und noch eine schöne Bachforelle. Schauen wir mal, wird der letzte Fisch für heute? Ich denke mal, damit sollte eigentlich alles vorgestellt sein.
Und falls ihr hier noch Tipps habt, lasst es uns wissen. Kilo, 150 Dollar. Wir behalten sie und damit würde ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Viel Geld, viele Fische euch. Macht's gut.